So, moin zusammen. Herzlich willkommen hier bei meinem Kanal 83MeToo. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man die Scheinwerfer von einem Auto wieder aufbereiten kann, wenn die matt geworden sind. Und wie ihr hier sehen könnt, beim E85 Z4 hat jetzt 11 Jahre auf dem Buckel. Da fängt das hier langsam an. Aber was heißt langsam? Hier ist schon gravierend. Und hier in dem Bereich ist es noch nicht so stark. Aber hier, da würde der TÜV auf jeden Fall meckern und nicht mitmachen. Und dafür habe ich hier das Presto Scheinwerfer Aufbereitungsset und das werden wir jetzt testen und schauen mal, wie wir das wieder hinkriegen. Also, los geht's! Ja, bevor wir jetzt loslegen, schauen wir hier nochmal rein. Was haben wir alles dabei? Wir haben hier das Scheinwerfer Aufbereitungsset vom Hersteller Presto und dabei ist hier einmal Headlight Restorer Polish für Acrylglas, also eine Politur für Acrylglas. Die hier, dann haben wir hier, das ist die Versiegelung, Headlight Lens Sealer. Die müssen wir nachher unbedingt auftragen, damit der Scheinwerfer auch wieder versiegelt ist und nicht in 2 Wochen das Ganze wieder total ausgebleicht und neu aufbereitet werden müsste. Dann haben wir hier Schleifpads, die sind in verschiedenen Körnungen dabei. Körnung heißt einfach in der Maserung oder Struktur. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel ein 2000er. Und das hier ist jetzt hier, wo steht die Zahl dann? Da, ne, 30.000er wird das nicht sein, ich schätze 3.000er. Hier haben wir noch 500er wird das sein. 5.000er, sorry, 5.000er, 3.000er und 2.000er. Und gucken, ob die Cam das einfangen kann. Hier sieht man, ja, so. Das ist deutlich glatter hier, das rechts, als das hier. Das ist ein bisschen rauer. Und genau, das 5.000er ist glatter als hier das 2.000er. Na, habe ich hier auch ein 2000er, ja. Ja, genau, das sind die Schleifpads, die wir jetzt brauchen. Und im nächsten Schritt oder überhaupt nachher braucht man dann auch diese Poliertücher, die sind auch dabei. Jo, also legen wir los. So, im ersten Schritt gehen wir hin und kleben das Ganze hier mit dem 3M Scotch Tape ab. Sprich, wir kleben hier die Kanten vom Lack ab, damit hier nichts dran kommt. Wenn wir gleich den Scheinwerfer polieren, das solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Auf jeden Fall so ein bisschen schützend hier abkleben. Wirklich einmal komplett rundherum am Scheinwerfer. Das mache ich jetzt noch fertig und dann geht's weiter. Ja, wie ihr sehen könnt, ist der Scheinwerfer nun hier erfolgreich rundherum abgeklebt. Kann man natürlich sauber machen, aber es ist einfach funktional. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt hin mit dem Glasreiniger und reinigen den Scheinwerfer. Ihr könnt den Prozess auch andersrum machen, sprich erst mit dem Glasreiniger reinigen und danach abkleben. Kann man machen, steht auch so in der Anleitung, habe ich jetzt andersrum gemacht, sollte jetzt nicht die Probleme machen. Und falls das Klebeband doch zu sehr darunter leidet, einfach nochmal ein bisschen neu drauf machen. Also, ich nehme jetzt hier, wie gesagt, den Caramba Glasreiniger und wir reinigen den Scheinwerfer wirklich jetzt gründlich komplett. Und hier in dem Bereich habe ich es benutzt, das ist ein altes Mikrofasertuch, geht auch schon einiges an Dreck runter. So. Und dann sollte der Scheinwerfer gleich gut gereinigt sein. Und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Ja, nachdem wir den Scheinwerfer gereinigt haben, sieht er zwar sauber aus, aber hier die ganzen schlechten Stellen oder matten Stellen kommen wieder zur Geltung. Und jetzt kommen wir zum ersten Schritt und nehmen uns hier das 2000er Schleifpapier, so ein kleines davon. Und den hatte ich beim Unboxing quasi vorhin vergessen. Wir haben auch einen kleinen Schleifblock dabei, das ist dieser hier. Also Hartkunststoff oder Hartschaumstoff, sowas in der Richtung. Und dann klappen wir uns jetzt hier das hier so drum, halten das gut fest und schleifen jetzt gleich hier über den Scheinwerfer. Allerdings nicht im trockenen Zustand, sondern im nassen. Nehmt euch einen Eimer daneben, tunkt den da richtig rein, könnt mit einer Sprühflasche richtig gut benetzen, dann auf jeden Fall ordentlich Wasser drauf, Schwamm nehmen, von oben Wasser runterkippen oder hier halt mit der Wasserflasche und richtig schön nass machen, genau, damit das halt wirklich nicht trocken geschliffen wird. Und mit dem 2000er, mit dem wir jetzt hier beginnen, machen wir das im horizontalen
Modus. Und ich übe jetzt nicht viel Kraft aus. Und wie ihr sehen könnt, so sieht das Ganze jetzt aus. Und dann laut Anleitung wirklich lediglich nur im horizontalen Bereich. So, nochmal ordentlich Wasser drüber. Und dann muss man wirklich darauf achten, bis in jede kleine Ecke vom Scheinwerfer zu gehen. Und auch nichts auslassen, weil eine partielle Behandlung würde anders passieren. Aber wir machen die komplette Restauration des Scheinwerfers. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich mache jetzt hier nochmal gut nass. Spüle nochmal eine Runde und weiter geht's. Und ich merke das auch, wenn ich hier über die sehr unebenen Stellen fahre mit dem Schleifpad, dann merke ich so einen kleineren, minimalen Widerstand. Jetzt hier zum Beispiel an den Stellen. Hier unten war ich nämlich noch nicht. So, ich nehme jetzt eine andere Stelle vom Schleifblock. Ein bisschen nass. Und hier unten war ich jetzt auch nicht. Da merke ich auf jeden Fall auch einen kleinen Widerstand. Und immer schön horizontal, auch wenn es jetzt verlockend wäre, hier mal vertikal zu arbeiten. So, jetzt sind wir hiermit auch fast gleich durch. Und danach kommen wir zum nächsten Schleifpad. Und dann geht's weiter. So, bevor wir jetzt zum nächsten Schleifpad kommen, so sieht der Scheinwerfer jetzt aus, bevor es eintrocknet. Wir gehen jetzt hin und ziehen das Ganze ab. Und dann sieht das Ganze schon mal ein bisschen anders aus. Dann können wir nämlich auch nochmal gucken, müssen wir hier noch an ein, zwei Stellen rangehen. Klar, durch die Nässe hier kann das Tape sich mal ein bisschen lösen. Aber ich finde, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus. Wir haben hier schon mal einen Zustand. Des Scheinwerfers. Ne? Also das sieht man auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall überall noch ein bisschen was. Sieht man hier an diesen Stellen hier. Und dafür gehen wir jetzt mit dem nächsten Schleifpad dran. So, jetzt im nächsten Schritt, wie angekündigt, kommen wir hier zum 3000er Schleifpad. Nehmen hier das 2000er, das können wir gleich mal entsorgen. Das soll man nicht überstrapazieren. Und nehmen jetzt hier wieder den Schleifblock. Schön mit Wasser tränken, genau wie auch den Scheinwerfer. So, und diesmal beim 3000er arbeiten wir jetzt mit dem senkrechten Modus. Und jetzt merke ich hier auf jeden Fall schon wieder einen anderen Widerstand. Und das ist wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Methode jetzt hier vorzugehen. Das ist schon sehr, sehr geil, weil man merkt wirklich sukzessive, mit jedem Schritt wird es ein bisschen klarer und ein bisschen heller und ein bisschen schöner. Und hier natürlich auch wieder wirklich bis in die letzte Ecke und immer schön im senkrechten Modus und nicht vergessen, dass das Ding nass geschliffen wird. Ja, und hier merke ich jetzt gerade wieder einen ordentlichen Widerstand. Also ordentlich ein bisschen Widerstand. Ja, und das mache ich jetzt mit der 3000er noch komplett durch. Und danach kommen wir zur 5000er. So, bevor wir nun zum nächsten Schritt der 5000er kommen, machen wir hier wieder einmal Abrieb. Wirklich wieder bis in die letzten Ecken. So, und ja, also da sieht man auf jeden Fall wieder einen guten Unterschied, wie ich finde. Also ist noch mal ein Stückchen klarer geworden. Der Lautsprecher hätte ich beinahe gesagt. Der Scheinwerfer. Und kommen wir nun zum 5000er Schleifen. So, hier vorbereitet. 5000er Schleifpad. Wieder schön mit Wasser tränken das Ding. Genau wie den Scheinwerfer. Und jetzt wieder zum Abschluss im horizontalen Modus hier drüber schleifen. So, ein bisschen fester gegriffen. Also das mit diesem Schleifklotz hier ist ganz okay. Kann man soweit machen. Gibt es aber bestimmt auch komfortablere Methoden.
Aber man sieht auf jeden Fall auch schon eine richtige Verbesserung, dass das Ding wieder richtig schön klar ist. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. So, jetzt wird es wieder ein bisschen trocken hier. Ja, und jetzt merke ich schon wieder ganz wenig Widerstand hier. Obwohl auch die letzten Sachen hier in dem waagerechten Modus abgetragen. Echt gut. So, und jetzt würde ich sagen, spülen wir nochmal. Gehen jetzt mit dem Tuch drüber, tragen das letzte ab und danach können wir auch schon mit der Politur beginnen. Also es sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus. Jo, Industriegebiet hier. Also das kann sich doch auf jeden Fall schon mal wieder sehen lassen. Jetzt hier noch überall Wasser ein bisschen drauf. Ja, kommen wir nun zum nächsten Schritt mit der Politur. Ja, wie angekündigt, jetzt in dem Schritt kommen wir zur Politur und dafür nehmen wir uns hier Headlight Restore Number 1 nennt sich das und ein Poliertuch. Das Ganze mal ein bisschen hier verkneten schütteln und dann tragen wir uns jetzt hier schon großzügig etwas auf. So, mal gucken, ob wir... Na, ist das scheiße laut hier. Mit einem Durchgang das soweit klappt und falte mir jetzt hier das Tuch und arbeite jetzt hier bei der Politur wieder mit senkrechten Bewegungen. Und in der Anleitung steht auch, umso schneller und umso fester man das Ganze macht, umso schneller ist man einfach fertig. Und mein Modus ist jetzt hier relativ langsam. Man könnte natürlich auch noch mit einer Poliermaschine ein bisschen nachhelfen. Wir machen das jetzt mal hier so. Ja, und die Politur, die ist wirklich krass am Arbeiten. Man hört das so richtig, so ist eine Schleifpolitur, ne? Und trägt auf jeden Fall jetzt ein bisschen hier vom Scheinwerfer ab, um natürlich die nächste Schicht des Scheinwerfers rauszuholen. Und ich glaube, das wird auch ganz gut funktionieren. Ja, das wird jetzt noch ein paar Minuten dauern. Gehe ich jetzt hier weiter drüber und mache gleich auch mal eine zweite Schicht drauf und dann geht's weiter. So, wie ihr nun sehen könnt, haben wir das Ganze jetzt hier mit der Politur behandelt und das sieht soweit auch schon mal richtig gut aus. Es gibt noch so ein paar kleinere Stellen, die noch nicht so perfekt aussehen. Da müsste man eventuell noch mal hingehen und noch eine zweite Runde fahren von dem Zeug. Also wirklich dann wieder mit dem Schleifpad beginnen. Man hat auch genug von den Pads, von den Schleifdingern hier dabei. Also das sollte nicht das Problem sein. Und dann mit der Politur, also die Tube ist ja auch groß genug. Aber so für den ersten Durchgang ist das auf jeden Fall schon mal eine richtig geile Sache. Und kommen wir nun zum letzten Schritt noch, na, wieder so laut, dem Headlight Lens Sealer, also der Versiegelung, damit das Ganze jetzt auch so schön bleibt. So, im nächsten Schritt, bevor wir jetzt zur Versiegelung kommen, gehen wir jetzt wieder mit dem Glasreiniger hin und machen eine richtige Reinigung des Scheinwerfers. Zack, hier wieder das schöne Mikrofasertuch und komplett reinigen das Teil, damit hier auch wirklich jeglicher Dreck runterkommt. So, dann können wir das Ganze noch ein bisschen trocknen. So. Ja, und im nächsten Schritt kommen wir dazu, oder können wir jetzt auch direkt machen, haben wir hier die Versiegelung. Das sind so einen kleinen Sprühflaschenzerstäuber. Sprühen wir hier ein Teil drauf. Nehmen uns jetzt nochmal ein sauberes Tuch. Und dann können wir das Ganze hier, also die Versiegelung, richtig schön einmassieren und verteilen. Und das Ganze muss dann 5 bis 10 Minuten ablüften, also richtig schön einziehen quasi. Und danach kann man dann die Reste mit einem weiteren sauberen Tuch wieder abtragen. Also, ich poliere das jetzt hier noch richtig oder versiegel den Scheinwerfer hier noch richtig schön.
lass das Ganze 5 bis 10 Minuten einwirken und dann gibt es nochmal ein Finish. So, wir haben das Ganze hier einlüften lassen und können jetzt hier noch die Reste mit einem sauberen Tuch entfernen. Und ich sag mal, hier so ein bisschen an ein paar Stellen kommt noch mal ein bisschen was durch. Ich würde sagen, von mir war der Fehler, man müsste noch fester aufdrücken, würde ich behaupten. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr schöner Effekt, der sich hier ergibt. Ich ziehe jetzt mal in einem auch die Klebepads hier ab. Und dann können wir uns den Scheinwerfer doch mal genau anschauen. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. So, zack, das auch noch. Ja, und dann ist da wieder richtig schön klar was drin. Also hier, wie gesagt, ist so eine Stelle, da sollte man nochmal drüber gehen. Aber ansonsten ganz cooles Set. Ja, schauen wir uns den Scheinwerfer jetzt nochmal genau an. Also es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Wie gesagt, hier diese eine Stelle, die mir nicht so gut gefällt. Da würde ich dann nochmal eine zweite Runde fahren und hier auch ein bisschen nochmal mehr Druck ausüben. Aber ansonsten wirklich wieder ein Top-Scheinwerfer. Also er kann sich doch wieder sehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne den Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal 83MeToo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.